So, und jetzt zurück zu den Tücken hier unten auf der Erde. Zu spät zur Arbeit kommen ist Ihnen bestimmt auch schon mal passiert. Manchmal hat man ja auch einen guten Grund dafür, zum Beispiel einen Arzttermin. Aber ist es eigentlich auch unser gutes Recht, wegen eines Arzttermines weniger zu arbeiten? Wir klären für Sie die wichtigsten Fragen aus dem Joballtag und Sie dürfen mitraten. Die Bürostimmung ist angespannt. Der Mitarbeiter hat sich wahnsinnig über seinen Chef geärgert. So sehr, dass er sich Luft in den sozialen Medien macht. Er schreibt, was er über ihn denkt. Mein Chef ist ein armseliger Versager. Doch davon hat anscheinend auch sein Chef Wind bekommen, denn der will ihn deswegen am nächsten Tag kündigen. Darf er das? Was ich im Internet poste, ist ja wohl meine Privatsache. Das geht keinen Chef was an, oder? Ich kann ja auch nicht nur positive Sachen schreiben, das kann er ja wohl nicht von mir verlangen. Oder gibt es da Richtlinien? Ist es A, Beleidigungen können Abmahnungen oder Kündigungen zur Folge haben? Oder B, der Chef darf mich wegen privater Posts nicht rausschmeißen? Oder vielleicht C, ab einer Reichweite von 5000 Followern ist die Kündigung rechtens? Also wenn es beleidigend wird, dann würde ich schon sagen, dass man abmahnen kann. Ganz klar. Ich meine, dass B richtig ist, weil am Ende des Tages kann ich frei äußern und sagen, was ich meine und denke. Ich glaube, man kann zumindest eine Abmahnung bekommen, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich glaube schon eher, dass es ein Kündigungsgrund sein könnte. Damit liegt sie richtig. Antwort A stimmt. Beleidigungen haben Folgen. Hier prallen zwei Dinge aufeinander. Auf der einen Seite die Meinungsfreiheit. Natürlich darf ich kritisieren, aber ein Chef muss auch nicht jede Form von Kritik hinnehmen. Vor allem nicht, wenn sie persönlich wird, wenn sie beleidigend wird oder gar erlogen ist. Manchmal sind Chefs besonders streng. Mit einer dicken Erkältung liegt der Mitarbeiter im Bett. Er meldet sich morgens vor Arbeitsbeginn krank. Das ist seine Pflicht. Doch seinem Chef reicht das nicht. Er verlangt eine schriftliche Krankschreibung vom Arzt, gleich am ersten Tag. Kann ja sonst jeder behaupten, dass er krank ist. Ist der Mitarbeiter dazu gezwungen, dieser Forderung nachzukommen? Also ich kenne das nur so. Spätestens am vierten Krankheitstag muss dieser gelbe Schein, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, bei meinem Chef vorliegen. Man ist ja schließlich krank, ich kann ja nicht krank mich direkt zum Arzt schleppen, da wird ja alles noch viel schlimmer. Oder kann mein Chef das von mir verlangen? Was meinen Sie? Ist es A, ich muss erst am dritten Tag zum Arzt? Davor greift die Unzumutbar-Regel. Oder B, der Arbeitgeber darf die Krankschreibung ab dem ersten Tag verlangen? Oder C, der Arbeitgeber darf das nicht verlangen, aber Kontrollanrufe durchführen? So, das Usus ist immer der dritte Tag, aber er darf es eigentlich auch schon am ersten Tag. Ich glaube, der, wo er es am ersten Tag haben will, das sind die, die auf dem Kicker sind, oder? Ja, ja. Für mich ist das eindeutig, wenn ich krank bin, erst ab dem dritten Tag. Das ist Antwort B, der darf das schon verlangen ab dem ersten Tag, das ist Betriebsregelung. Pech für den Arbeitnehmer. In diesem Streit bekommt der Chef recht. Ja, der Chef darf schon am ersten Tag den gelben Schein verlangen, dieses Recht hat er. Wenn mir das wiederholt passiert, dass ich das zu spät einreiche oder gar nicht, dann droht auch eine Kündigung. Und wie steht es mit Kontrollterminen beim Arzt? Sie will heute zum Zahnarzt. Da kann man doch auch mal 2 Stunden eher gehen, oder? Doch das sieht der Chef anders und gibt ihr nicht frei. Er bezahlt ja schließlich den ganzen Tag. Ein neuer Arzttermin dauert wieder wochenlang. Ist das nicht Grund genug, sie gehen zu lassen? Arztbesuche während der Arbeitszeit sind natürlich ein Dorn im Auge von jedem Chef, ist ja auch ein Arbeitsausfall. Aber man kriegt ja auch nicht immer Termine am Rand des Tages. Wie ist das eigentlich arbeitsrechtlich geregelt? Was davon stimmt? A. Alle Arztbesuche muss ich in meiner Freizeit erledigen. B. Wenn ich krank bin, kann ich auch während der Arbeitszeit zum Arzt. Oder C. Der Chef muss 2 Arzttermine pro Jahr zulassen. Ich würde mal sagen C tatsächlich, weil es ist ja auch relativ schwierig bei den Öffnungszeiten der Arztpraxen, dass man das in seiner Freizeit macht. Und, also 2-mal im Jahr kann man dann auch einfach mal. Ja, man braucht ja auch so seine gewissen Kontrollarztbesuche. Ne? Also man muss schauen, dass man sie außerhalb der Arbeitszeit nimmt. Aber wenn es nicht anders geht, dann kann man sie auch, hat man auch einen Anspruch darauf, dass man sie während der Arbeitszeit nimmt. Zum Beispiel, wenn du jetzt in der Pause ein salmonellenverseuchtes Eis isst, zum dann Beispiel, ja, musst du nicht warten bis morgen. Ja, man kann auch während der Arbeitszeit, also B, würde ich jetzt sagen.
spontan. Antwort B stimmt. Nur bei Krankheit darf ich zum Arzt. Arztbesuche sind reine Privatsache und sollten in der Freizeit stattfinden. Ich darf mich nur von der Arbeit entfernen, wenn ich dort akut krank werde und dringend behandelt werden muss. Großzügig ist der Chef nicht. Im Gegenteil, er zählt alles nach. Halten seine Mitarbeiter auch wirklich die Pausenzeiten ein? Oder kommen sie regelmäßig zu spät? Schluss damit. Der Chef setzt mit Kameras auf den Videobeweis. Aber kann das der Chef einfach so über ihre Köpfe hinweg beschließen? Natürlich hat der Arbeitgeber das Recht, seine Angestellten zu überwachen, ob sie ihren Job gut machen und ihre Leistung bringen. Aber darf er dafür Videoüberwachung installieren? Verletzt das nicht die Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter? Stimmt A, ist es verboten, weil es gegen die Persönlichkeitsrechte verstößt? Oder B, was im Unternehmen passiert, darf dokumentiert werden? Oder C, die Videoüberwachung ist erlaubt, weil es zum Hausrecht gehört? Also da bin ich ganz klar für A, dass es nicht erlaubt ist, weil wir sind ja hier in Deutschland und nicht irgendwo in einer Bananenrepublik. Kann ja nicht sein, dass mir da einer den ganzen Tag auf meine privaten Finger guckt. Ja, genau. Eindeutig A. Ist gar nicht erlaubt. Ja, ist überhaupt nicht erlaubt. Erst recht nicht ohne zu reden. Also wenn er was überwachen will, muss er sagen, ab hier ist Überwachung. Also wie es in Geschäften ist oder so. Das wussten alle. Antwort A. Videoüberwachung ist verboten. Videoüberwachung darf nur dann installiert werden, wenn es konkrete Vorfälle gab, zum Beispiel häufige Diebstähle. Zunächst muss der Betriebsrat zustimmen und dann müssen natürlich alle Mitarbeiter darüber informiert werden. Absolut verboten sind Kameras in Pausenräumen, Umkleidekabinen oder Toiletten.